Es braucht schon einige Zeit, um die Vorgänge auch außerhalb des Platzes zu analysieren. Auf dem Platz die Spielanalyse zu machen, habe ich die innerhalb von 24 Stunden erledigt. Da kann ich dir genau sagen, wer welche Fehler gemacht hat und was es abzustellen geht. Aber was viel wichtiger ist, ist ja zum Beispiel so ein nicht richtig quantitativ fassbarer Ausdruck wie Überheblichkeit. Den genau auszumachen, festzulegen, in welchem Bereich, bei wem, in welchem Department war er im Bereich Research und Analyse. Dort haben wir ja auch gehört, dass wir von Mexiko überrascht worden sind. Für mich ein Unding. Es ist immer wieder wichtig, dass ich als Trainer nicht nur einen A-Plan habe, sondern einen B-, C- und D-Plan, unabhängig von den Informationen, die ich von der Analyseabteilung bekommen habe, kann sich ein Spiel immer wieder ganz anders entwickeln. Insofern kann ich das nicht nachvollziehen. Eine ganz entscheidende Frage, die ich mir stelle bei der Überheblichkeit ist, wer betreut eigentlich im mentalen Bereich? Wir sprechen ja heute sehr oft über den sogenannten Mentalcoach. Wer betreut eigentlich in diesem mentalen Bereich da die Nationalmannschaft? Das heißt einmal den Spielerbereich. Und zweitens sage ich auch wieder, wer coacht eigentlich da den ganzen Coaching-Staff? Oder wer coacht den Coach? Wo kriegt eigentlich der Joachim Löw eine Rückmeldung? Wer ist eigentlich derjenige, mit dem er sich austauscht? Dort muss man mal einsetzen. Wer müsste das denn sein? Kann das ein Co-Trainer sein auch? Zum Beispiel? Ich halte ja immer wieder Vorträge bei den angehenden Fußballlehrern. Das ist eine der wichtigsten Forderungen, die ich an die Fußballlehrer stelle, dass sie ein Korrektiv sein sollen. Ein Assistenztrainer muss ein Korrektiv sein. Okay, hört sich sehr, sehr gut an. Dann muss ich aber auf der anderen Seite auch wieder sagen, als Cheftrainer musst du das Korrektiv zulassen. Das ist auch eine ganz wesentliche Sache. Und darum auch habe ich gesagt, wenn Veränderungen anstehen, natürlich kann ich mir wieder sehr gut Veränderungen einfordern, aber wenn ich etwas verändern will, muss ich erst mal wieder bei mir selber anfangen. Ich kann nicht die Veränderung nur bei anderen verlangen, sondern auch bei mir selber. Aber richtig, was wir hier schon angesprochen haben, ist, sowohl Oliver Bierhoff als auch Joachim Löw haben bewiesen, wie sie Reformen umsetzen können. Sie sind jetzt nur in eine Situation gekommen, Sie sind mit diesen ganzen Reformen und Veränderungen sind Sie Weltmeister geworden. Und in dieser Situation haben Sie, sagen wir mal, mit einem Vertrauensvorschuss sich gegenseitig in einer Art und Weise gestärkt, wo Sie sich nicht mehr überprüft haben. Gerade nach der Weltmeisterschaft muss die Überprüfung losgehen. Was können wir besser machen? Wo haben wir Veränderungen zu machen? Und da habe ich eher den Eindruck gehabt, dort ist... Man hat sich zurückgelehnt, oder was meinst du? Oder man es geht schon irgendwie? Man hat sich so selber auf die Schulter geklopft, statt sich mal kritische Fragen zu stellen. Denn die Entwicklung, die war doch ganz klar ersichtlich nach 2016. 2016, die Mannschaften, die diesen Ball, die fünf Mannschaften, die am meisten auf Ballbesitz gesetzt haben, sind alle ausgeschieden. Das heißt, alle Top-Teams, die auf Ballbesitzspiel gesetzt haben, waren weg. Und Teams, die eben andere Kriterien mit in den Mittelpunkt gestellt haben, die sind Europameister geworden oder ins Endspiel gekommen. Damit will ich nicht grundsätzlich Ballbesitzfußball rausschmeißen. Denn Ballbesitzfußball wird nach wie vor ein wichtiges Kriterium sein, um während eines Spiels mit hohem Tempo zu regenerieren. Das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt des Ballbesitzspiels. Aber grundsätzlich muss ich mir doch Gedanken machen, wie kann ich so flexibel mit der Mannschaft spielen, dass wir ein höheres Tempo im Vertikal, also im Steilpassspiel, wie wir es früher gesagt haben, reinbringen. Wie bringe ich mehr Spieler wirklich in die torgefährlichen Abschlussräume? Wie, da kann ich dir genügend Kriterien sagen, die wir 2016 klar analysiert haben. Ich war auf dem UEFA-Kongress in Paris. Wir saßen mit sehr vielen Nationaltrainern zusammen. Leider Joachim Löw und Oliver Bierhoff waren bei diesem Kongress als Einzige nicht dabei. Alle anderen waren mit dabei.
Und es gab hochinteressante Diskussionen in den einzelnen Workshops, die ich als Gedankenanstoß zur Weiterentwicklung, zu innovativen Dingen nutzen kann. Und ich glaube, das muss man sich wieder bewusst machen. Da muss man wieder hinkommen und das traue ich den beiden auch zu. Die Frage ist ja hier, wenn du Personen hast, die über Jahre lang erfolgreich zusammenarbeiten, Vertrauensverhältnis haben, wie gelingt es denen wirklich kontrovers zu diskutieren? Ich nenne da oft diesen Ausspruch, man setzt ja auf Loyalität. Loyalität ist ein unheimlich wichtiges Kriterium. Und beim genaueren Hingucken ist das eigentlich keine Loyalität, sondern Trägheit. Es wird auf einmal, jeder richtet sich in so einer Komfortzone ein. Man sagt, glaube ich, auch so ein bisschen gebührenpflichtig, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Und insofern ergibt sich da natürlich auch so eine Situation, wo ich mir wünschen würde, dass eben ein externer oder eine Institution, eine Person dort mit eingeschaltet wird, zu der sie Vertrauen haben, zu der alle Beteiligten auch offen und ehrlich sprechen und die eben für diese wirklich kontroverse, offene, ehrliche Diskussion sorgt. Ich glaube, das ist ein Riesenproblem, was sie jetzt zu bewältigen haben.